Da müsst ihr übrigens nur einen Passierschein zu besorgen. Damit wäre die Aufgabe schon erfüllt. Ah, das ist ja nur eine verwaltungstechnische Formalität. Sehr richtig. Eine Formalität. Verwaltungstechnischer Art. Ihr müsst nur den Passierschein A38 verlangen. Also gehen wir, Obelix. Was wollen Sie? Wir hätten gern den Passierschein A38. Eintragung einer Galeere oder sind Sie Herr Falsch? Wenden Sie sich an die Hafenkommandantur unten im Hafen. Wieso? Nein, wir wollen keine Galeere eintragen lassen. Wir wollen nur den Passierschein A38. Den Hafen finden Sie unterhalb der Stadt. Ein Hafen ist immer da, wo Wasser ist. Aber der Hafen ist uns schnurzegal. Wir wollen weiter nichts als den Passierschein A38. Hä? Den Passierschein A38! Was soll das Gebrülle? Benehmen Sie sich gefälligst. Befinden Sie sich vor allem, wer Sie sind. Da müssen Sie sich an Schalter einklemmen. Korridor links, letzte Tür rechts. Hauen Sie ab. Die letzte Tür rechts. Ja, so hatte er gesagt. Aber rechts gibt es keine Tür. Vielleicht hat er sich geirrt. Wir versuchen es einfach mal hier. Wie können Sie hier ohne anzuklopfen einfach eintreten? Wir möchten gern zum Schalter 1. Schauen Sie auf dem Plan im 6. Stockwerk nach und machen Sie die Tür zu. Bei der Arbeit stören. Sowas. Können wir weitermachen, Fräulein? Ah, da ist ja der Plan. Wer soll sich denn da zurechtfinden? Das werden wir gleich haben. Schalter Nummer 1 ist im Erdgeschoss rechter Korridor. Was kann ich für Sie tun? Wir möchten gern den Passierschein A38 haben. Oh, da sind Sie hier falsch. Versuchen Sie mal Schalter 2. Gleich hier nebenan? Nein, das ist Schalter 8. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wo Nummer 2 ist. Fragen Sie den Pförtner. Aber ich suche Schalter 2. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen zur Hafenkommandantur. Ich pfeife auf Ihren Hafen. Ich will zum... Aber, meine Herren, es gibt hier Leute, die arbeiten. Was für Wünsche haben denn diese Herren? Ich werde aus Ihnen nicht schlau, Herr Präfekt. Mal wollen Sie das eine und dann wollen Sie wieder dasselbe. Wir suchen den Schalter Nummer 2. Den Schalter 2? Mal sehen, wo ist denn der eigentlich hingekommen? Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er, warten Sie mal, im 3. Stockwerk, Korridor B-Eingang 6, Herr Präfekt. Da haben Sie Ihre Auskunft, meine Herren. Noch genauer können Sie gar nicht informiert werden. Endlich wissen wir, wo wir hin müssen. Ich traue dem ganzen Braten nicht. Stell dir vor, da hat sie doch wirklich bei diesem phönizischen Händler den Stoff gekauft, um ihr Schlafzimmer damit auszustatten. Dann kann sie auch Tapeten auf den Marmor kleben. Das traue ich dir zu. Komische Einfälle hatte die schon immer. Dabei hat sie noch nicht mal das Geld, sich einen Sklaven zu leisten. Fräulein, entschuldigen Sie. Sie sagt immer, sie braucht keinen Sklaven, weil sie angeblich ihren Haushalt am liebsten selber macht. Aber die Situation ihres Mannes ist ja auch nicht geil. Hey, Fräulein. Sie sehen doch, ich bin beschäftigt. Wo war ich stehen geblieben? Die Situation ihres Mannes. Ach ja, aber Claudius, du weißt doch, dass er ein Bauunternehmen für Viadukt hat. Er hat Pech gehabt mit seinem letzten Viadukt. Hören Sie, Fräulein! Können Sie denn nicht warten, bis Sie dran sind? Was wollen Sie denn überhaupt? Den Passierschein A38. Haben Sie das blaue Formular? Blaues Formular? Wie wollen Sie denn dann den Passierschein A38 bekommen? Und wo bekomme ich das blaue Formular? Schalter 1! Auch das. 35. Zu erfragen beim Pförtner. Sie fangen an, mich mit Ihrem Hafen zu langweilen! Mit diesem Formular müssen Sie das rosa Formular beantragen. Wieso denn nun wieder rosa? Ohne rosa Formular kein Passierschein A38. Schalter 12, Stiege B, Korridor J. 5. Stockwerk, Stiege K, Korridor W. Grünes Formular, Schalter 14, 1. Stockwerk, Stiege F, Korridor T. Hellbraunes Formular, Abfertigung, Schalter 56, 6. Stockwerk, Stiege B, Korridor T. Violettes Formular, Schalter 42, 5. Stockwerk, Stiege Z, Korridor H. Helles Formular, Schalter 28, 2. Stockwerk, Stiege 5, Korridor F. Lila Formular, Schalter 5, Korridor F. Schluss jetzt! Nix, sei vernünftig. Bitte lass den Quatsch, Obelix. Hier kommen wir nie mehr raus, Asterix.
Un, due, tre, quattro. No. No. No, ecco, lo sapevo. Have a nice day. Thank you.